Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrter Herr Osmani, ich bin froh, dass wir heute endlich über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen entscheiden. Es ist ein längst überfälliger Schritt. Beide Länder haben enorme Fortschritte erzielt. Nordmazedonien hat Geschichte geschrieben mit der Einigung im Namensstreit mit Griechenland. Albanien hat eine in der Region bisher beispielslose Geschichte der Korruptionsüberprüfung von Richterinnen und Staatsanwälten durchgezogen. Beide Länder haben die von der Europäischen Union gestellten Bedingungen für die Aufnahme von Verhandlungen erfüllt. Die EU muss jetzt also auch zu ihrem Versprechen stehen und diese beginnen. Ich sage Ihnen, nichts wird besser, wenn wir die Aufnahme der Verhandlungen weiter verzögern. Nichts wird besser, wenn wir damit den Reformprozess verzögern. Nichts anderes als das Verzögern, ja sogar das Torpedieren der Reformen, die diese Länder brauchen, ist es doch, wenn wir an dieser Stelle nicht zu unserer Zusage stehen. Die Verpflichtung, beide Länder fair zu behandeln, diese Verpflichtung wird Ihrem Antrag zu Albanien nicht gerecht. Die Konditionen sind nicht fair. Nicht im Vergleich mit den anderen Ländern in der Region und auch nicht mit dem Blick auf die Reform in Albanien selber. Dieses Zögern, dieses Nichtzutrauen, diese vornehme Zurückhaltung, die Unentschlossenheit, ja man könnte sagen, diese große Koalition, all das beschädigt die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union, der Erweiterungspolitik und damit der entscheidenden Kraft für Veränderungen in der Region. Der Glaube an eine europäische Zukunft ist in der Region immer noch Friedenspolitik. Der Glaube an eine europäische Zukunft des eigenen Landes ist aber auch die Politik, die dazu führt, dass die Menschen diese Zukunft im eigenen Land suchen und nicht woanders. Diesem Glauben, dieser Perspektive schadet Ihre Unentschlossenheit. Jetzt kann man darüber streiten, wie weit welche Bedingungen erfüllt sind oder nicht. Daraufhin haben immer verschiedene Menschen verschiedene Perspektiven. Was aber gar nicht geht, dass der Bundestag neue Kriterien erfindet, neue Verfahren einführt, die nicht in der Europäischen Union vereinbart sind. Es ist doch nicht der Deutsche Bundestag, der final zu entscheiden hat, wie ein Land steht. Dafür haben wir die Europäische Kommission, dafür haben wir den Europäischen Rat. Und dass Sie in Ihrem Antrag auch noch eine vermeintliche Auftragsjustiz einfordern und der albanischen Opposition eine Spoilerrolle geben im Verhandlungsprozess vor der Aufnahme von Verhandlungen, das ist eine Einmischung in die innere albanische Innenpolitik, die meiner Ansicht nach falsch und gefährlich ist. Und das muss man Ihnen hier aufs Brot schmieren. Ich bitte Sie deshalb, stimmen Sie unserem Änderungsantrag zu. Er bringt den Bundestag zurück ins europäische Verfahren und raus aus der Rolle eines arroganten Besserwissers, der seine wohlverdienten Beteiligungsrechte, die wichtig sind, in diesem Fall schlecht benutzt und eigentlich sogar missbraucht. Wir sind deswegen froh, dass wir endlich zu der Entscheidung kommen. Wir hätten letztes Jahr schon beiden Ländern das Go geben wollen. Wir stimmen Ihrem Antrag nur deswegen zu, weil wir die Beitrittsverhandlungen eröffnen wollen und nicht, weil der Antrag zu Albanien unserer Ansicht nach inhaltlich gerechtfertigt ist. Danke sehr. Vielen Dank. Nächster Redner in dieser Debatte ist der Kollege Metin Hakverdi für die Fraktion der SPD.